Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, heute haben wir ein Bierchen, was wir schon mal hatten, allerdings ein anderer Biertyp, nämlich das Lübzer Export. Das hat man mich bisher noch gar nicht vorgestellt hier auf dem Kanal. Ich war auch ganz überrascht, weil ich dachte, Mensch, das müssten wir doch schon gehabt haben. Hab's aber, wie gesagt, im Kaufland stehen sehen. Habe ich sofort gesagt, komm, das ist nicht alle Tage da, nimmst es dann mal mit. Und ja, dementsprechend gehört dieses Bierchen mit zu der Auswahl, die ich neulich getroffen habe, wo ich wieder beim Biereinkauf war. Ja, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen haben wir drin, 5,2% Umdrehungen und ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt, weil ich habe auch wieder Bierdurst, mein erstes heute, habe gerade krass geschuftet und ich glaube, das habe ich mir auch wirklich verdient jetzt. Ja, was kann man sagen? Longneckflasche, Lübzer kennt man das Logo, Brauerei Lübz seit 1877 und ja, ist ein Premium-Export, so schaut's aus und ja, nun doch so, ist okay. Ja, es ist kein Eyecatcher, aber es ist jetzt auch nicht ganz so schlicht, also ist soweit in Ordnung, denke ich. So, machen wir mal auf. Ja, interessant, auf der Kapsel übrigens steht auch drauf Export. Ja, also steht auch nochmal extra drauf. Finde ich ganz gut, dass es nochmal so extra erwähnt ist. So, wenn man dann so im Laden ist zum Beispiel und man schaut so auf den Kasten raus, kann ja immer mal sein, dass einer eine andere Flasche dort reinmacht. Und da kann man das auch nochmal ablesen. Finde ich sehr schön, gut gelöst. So, Entspannungsverdampfung ist drin. Ja, das sehen wir deutlich. Kommt ordentlich raus hier. Schön Bogen machen. Ach, da. Sieht sehr gut aus. Schön. So, dann wollen wir mal schauen. Lassen wir mal laufen. Ja, guter Sound. Blümchen kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Was haben wir da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. 1, 2, naja, 2 Finger breite Blume, würde ich sagen, beim normalen Einschank. Normale Einschankhöhe ist soweit okay, denke ich mal, für so eine Blume. Ja, doch, steht gut im Glas. Ich würde sogar sagen, 90 Sekunden Standard wird sie durchhalten. Wenn wir uns das mal anschauen, die ist eher feinporig, schneeweiß das Ganze und ich schwenke mal kurz das Glas. Da sehen wir auch schon die Platinpinselstrich schön an der Glaswand haften und wie wir wissen, sage ich immer wieder, Zeichen, dass ordentlich Proteine drin sind. So soll das sein, dann sieht das immer meistens schön aus. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da im Glas drin haben. Ja, da haben wir erstmal ein schönes Getreidegold, mittlerer Goldton, ja, mit einem deutlichen Gelbstich drin. Das heißt, es leuchtet schön, sieht sehr, sehr gut aus, hat eine gewisse Tiefe das Ganze. Sieht also eher saftig aus als wässrig, auch das finde ich gut. Ganz klar filtriertes Bier. Aufsteigende Karbonisierung, deutlich wahrnehmbar, ist vorhanden, perlt gleichmäßig ab nach oben. Eher durchschnittlich große Perlen, aber wie gesagt sehr gleichmäßig, in gleichmäßigen Abständen vom Glasboden bis nach oben zum Blumenteppich, der auch keine Risse, Löcher oder Inselchen besitzt. Ja, sieht sehr ansprechend aus. Also ich sag mal, wenn ich so ein Bier serviert bekommen würde, würde ich sofort dem Wirt sagen, lass mal stehen, zapf schon mal das nächste. Aus diesem Grund Optik, Ästhetik, ganz klar 5. von 5 möglichen Punkten. Ja, weil das sieht wirklich appetitlich aus. So sollte, glaube ich, Bier aussehen. Ja, finde ich gut. Und die Blume steht immer noch. 90 Sekunden sind um und es entwickelt sich tatsächlich erst jetzt ganz, ganz langsam ein kleiner Blumenteppich. Also auch hier, das hält locker an 90 Sekunden durch. Ich schalte es nochmal kurz in die Kamera, da könnt ihr sehen. Keine Risse, keine Inselchen, ja, Löcher oder sonstiges. Ganz linear, so soll das sein. Keine Kraterbildung. Wunderbar. So, mal einschnuppern. Ja, Export typisch, eher ein bisschen lieblicher, was da in die Nasenflügel aufsteigt. Ja, ein Würzkörper ist definitiv auch drin. Lieblicher Würzkörper. Ja, es riecht auf jeden Fall frisch. Es riecht auch sehr, sehr angenehm. Also auch das mag ich schon mal. Ich glaube aber auch, das Lübzer war ganz gut. Wir hatten das Lübzer Premium Pilz. Kann das sein? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, weil ich habe schon so viele Biere probiert, da muss ich erstmal nachgucken. Aber ich glaube, Lübzer war ganz gut.
So, ihr Lieben, dann machen wir das, was wir am liebsten machen, nämlich der Antrunk. Ja, den mögen wir doch immer. In dem Sinne, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Trinktemperatur etwa 7 Grad haben wir. Wir hatten hier die, das ist ja noch mal die letzte Messung gehabt. Aber wir können immer mal wieder zwischendurch mal neu messen. Wie gesagt, also ich mache das immer so jede Woche einmal, wo ich messen tue. Aber sollte ungefähr so sein. Gut, ich halte es mal schon mal rein. Was können wir sagen? Der Antrunk. Der Antrunk hat erstmal das gemacht, was er machen soll. Er hat erstmal die Mundhöhle wunderbar auf das Bier vorbereitet. Das ist schön auf die Aromen, die in dem Bier drin stecken, vorbereitet. Und somit kann ich schon mal hiervon ausgehen, wir haben ein sehr süffiges und spritziges Export, das eher in die Kategorie dynamisches Bier reinfällt. Das heißt, ja, man kann es auch länger im Mundraum behalten. Es kann gerne Temperatur annehmen, kann gerne nochmal zur Unterstreichung Aromen mehr preisgeben. Allerdings, gerade auch hier, klar ist heute mein erstes Bier, ist einfach super gekühlt. Und aus diesem Grund, klar, ist immer nochmal das Trinkerlebnis ein bisschen dynamischer. Aber das, wie gesagt, schon abgezogen. Aus diesem Grund würde ich tatsächlich von einem eher dynamischen Bier sprechen. Das kannst du wirklich gut, es hat einen guten Zug drauf auf. Ja, was können wir noch sagen? Wir haben es hier mit mittelweichem Brauwasser zu tun, würde ich sagen. Es ist schön weich, schön samtig. Alle Bereiche in der Mundhöhle sind benetzt. Von der Zunge angefangen bis zu den Backeninwänden. Wunderbar, fantastisch abgestürmt. Schön voluminös, breitet sich aus. So soll es tatsächlich sein. Das finde ich auch schon mal super. Und von den Aromen und Nuancen her, ja, da ist wieder eine Geschmacksfrage. Ne? Wissen wir immer, Export und ich, wir stehen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber so, ich sage schon, das ist... Von den Aromen jetzt her, ja, wir haben hier einen sehr starken Malzkörper, der nach vorne prischt. Es ist ein bisschen strenger, es ist ein bisschen ruppiger, es ist ein bisschen doller gewürzt als jetzt eigentlich den Biertyp Pilz, den ich persönlich bevorzugen würde, weil ich halt diese Schlichtheit eines Pilzes sehr mag und dafür auf diese Lieblichkeit dann lieber verzichten würde und auf diese starke, kräftige Würzung, die da drin ist. Und das ist natürlich immer eine subjektive Geschmackssache, aber dennoch ganz exporttypisch, sage ich mal, meldet sich das schon, dass es schon so ein bisschen, ja, ich sag jetzt immer würziger daherkommt, lieblich, Getreidenote deutlich wahrnehmbar und ja, das ist so mal das Erste, was man für beim Antrunk sagen kann. Aber ich denke, es reicht aus, um wirklich spannend genug zu sein, wo man sagen könnte, ja, das Bier, das triggert mich an, ich will unbedingt den nächsten Schluck nehmen, ja, also ist auf jeden Fall gewährleistet. So, was haben wir da? Naja, Zimmertemperatur ist natürlich ein bisschen mehr. Sind wir schon auf 10 Grad jetzt, wie gesagt, angestiegen. Haben wir auch noch ein bisschen gebrabbelt. Hier stehen jetzt hier zwei Softboxen. Wie gesagt, das geht immer sehr schnell. Da muss man immer gucken. Je nachdem, vielleicht noch ein bisschen kälter ansetzen. Wenn ihr dann Videos auch mal machen solltet oder so, denkt dran, das erhitzt sich schnell, so ein Bier. Ja, das ist dann immer nicht ganz optimal. So eine Bierkühlung mir mal hier reinbauen hier. Gut. Tauchen wir mal ein, steigen wir mal ein, machen wir Biologie, gucken wir mal, was da noch so drin steckt im Lübcker-Export. Auch ein neues. Eindeutig dynamisch, ist ein sehr dynamisches Bier. Hat einen sehr, sehr guten Zug drauf. Sehr süffig vor allen Dingen auch. Ja, das trinkt sich gut in Geselligkeit weg, glaube ich. Malzkörper habe ich schon angesprochen, deutlich präsent, liegt auch, würde ich sagen, der Fokus drauf, durchaus malzig, also das heißt, dieses ganze Getreidige, so, das merkt man richtig auf der Zunge. Es ist nichts Spezielles, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich muss immer wieder das Luther-Reformationspilz aus Thüringen benennen, da wo mir das besonders aufgefallen ist. Auch, was hatten wir noch gehabt? Die Hopfenstange, Ritter Karl Butz, war ähnlich gewesen. Ja? Da hatten wir auch so einen sehr... Malzkörper, Getreidekörper drin gehabt. Hier eher so, ich sag jetzt so mal ein guter Standard von der Ausprägung her. Lieblichkeit und Nussigkeit schwingt mit, geht über den Fruchtkörper rein, der ganz dezent im Hintergrund mitschwingt. Naja, und den Hopfen im Hintergrund, den
Der ist fast ein bisschen übertüncht, sage ich mal. Was ich gut finde bei diesem Export, dass man den Alkohol, das sind 5,2% Umdrehungen, dass man die hier nicht so rausschmeckt. Das heißt, es ist sehr gut rausretuschiert, ist gut ausbalanciert. Hier hat man keine Kante drin, die nach Metall schmeckt oder irgendwie so nach Desinfektionsmittel oder gar seifig schmecken würde. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein gut qualitativ, doch recht hochwertiges Export, finde ich. Um Längen besser als das Oettinger. Dieser, ich muss ja auch mal was Negatives gegen die Oettinger Brauerei, ne? Mal sagen, gegen das Oettinger Export, das mag ich ja auch nicht. Süffig, unglaublich süffig. Ja, so ein schönes Kneipenbier, ne? Da sitzt du dann auch an und ja, kannst du schon ein paar trinken am Abend. Und das tue ich heute auch noch. So, Freunde, dann würde ich sagen, da kümmere ich mich jetzt noch drum. Fassen wir zusammen, Lübzer Export Premium ist ein grundauf solides Export, subjektiv meines Erachtens eins der besseren vom Industriestandard her. Würde ich tatsächlich auch meinen Gästen anbieten, würde ich empfehlen wollen. Passt wunderbar zu Salaten, auch zu ja, herzhafterem Essen kann man es anbieten, weil wie gesagt eine leichte Süße drin ist, leichte Lieblichkeit in Kombination mit dem Malzkörper, passt das schon. Ist eigentlich soweit in Ordnung. Wo ich abraten würde, ist Fisch oder so. Fisch oder eher noch schwerere Sachen, wie so mit viel Mayonnaise, so ein Kartoffel-Nudelsalat, Reissalat, sowas in die Richtung eher weniger. Eher so ein bisschen auch so, ja, was leichtere vielleicht. Sodass man so diese Harmonie mit dieser Lieblichkeit in drin schön abgleichen kann. Bewerten wir mal das Ganze. Wie würde ich das bewerten? Also ich muss sagen, ich finde das sehr gut. Also es ist über dem Durchschnitt. Ich gebe hier 4 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Ja, damit bin ich fertig. Bier-Süffler ist draußen. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.